Was geht ab, Leute? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Subnautica hier in den Tiefen des Ozeans. Und ja, ich habe gerade mal geguckt. Ich wollte jetzt zu Beginn der Folge erstmal ganz kurz hingehen und einen Schreibtisch bauen. Nein, erst ein Fenster möchte ich bauen. Erst ein Fenster. Man braucht zweimal Glas. Fick dich, so viel Quarz habe ich nicht. Scheiße. Okay, hat sich das mit dem Fenster direkt schon erledigt, ja, weil wir nicht genug Quarz haben, um ein zweites Glas zu bauen. Gut, okay, bauen wir halt nur einen Tisch und einen Stuhl, damit es so langsam aber sicher ein bisschen heimelig hier drin wird. Den Tisch setzen wir natürlich wie gewohnt gerade vor dieses Fenster. Dieses noch nicht existente Fenster. Und den Stuhl natürlich schön hübsch direkt davor. So, das sieht doch wunderbar aus. Weil wir könnten ihn noch ein bisschen querstellen, damit es nicht so mega statisch aussieht. So sieht's cooler aus, finde ich. Ja, nice, das gefällt mir. Das ist nice. Kann ich mich jetzt da irgendwie draufsetzen? Sitzen. Not enough space to sit. Ach, drauf geschissen. Egal. So, in der heutigen Folge würde ich gerne hingehen und ein wenig, ja, Silberfarben gehen, wie schon angekündigt in der letzten Folge, die ihr euch natürlich auch gerne anschauen könnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Denn wir wollen ja nach wie vor unsere Battery Charger und ähnliches bauen. Wofür wir aber Silber brauchen, wovon ich nichts besitze. Meine Vermutung war ja, dass wir ein bisschen tiefer tauchen müssen als 130, 140... Ah! Es greift mich an! Schneller, 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 schneller! Oh, Glück gehabt. Fick dich, du mieser, dreckiger Sandhai, ey. Du Ausgeburt von keine Ahnung was. Erstmal direkt hier in unsere Base reingehen, denn ich brauche was zu essen. So, hier. Kann ich Wasser herstellen? Nein. Okay, dann halt eben nicht. So, also. Wir gucken mal, wie tief wir kommen. Ich glaube nämlich, dass das relativ begrenzt ist, was unsere Seemotte angeht, weil wir einfach das Modul noch nicht ausrüsten können. Ja, das ist halt einfach das Problem. Wir gucken mal, wie tief wir jetzt einfach nach unten kommen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir hier unten dann unser Silber finden werden. Wir sind jetzt bei einer Tiefe von 140 Metern. Es wird tiefer, 156 Meter. Und ich breche jetzt einfach mal diesen... Das ist kein Stein. Das ist schade. Komm, verpiss dich einfach, du dämlicher Sandhai. Kein Mensch will was von dir, Mann. Ja, mach einfach einen Apfel, ey. Dämliches Drecksvieh. So, hier war doch jetzt irgendwo so ein Teil. Genau, hier. Was ist das? Scannerraum! Oh, ich glaube, den habe ich noch nicht ganz fertig. Ich glaube, da fehlte mir noch ein Teil. Ich weiß nicht, was genau der Scannerraum ist, aber man kann ihn ja auf jeden Fall auch bauen. Perfekt! Kameradrohne, Scannerroom, Scannerraum, Hardbla. Abgefahren. Was auch immer man damit alles machen kann. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, was das hier ist. Scannerraum. Na gut, egal. Lithium können wir definitiv auch immer mitnehmen, wenn es denn schon hier rumliegt. Nur das Problem ist halt einfach wirklich das Silber. Ich hätte nicht gedacht, dass Silber zu finden so schwer werden würde. Oder zu einer so zeitintensiven Aufgabe. Das ist schon für mich echt ein bisschen nervig. Also hätte man vielleicht... Früher war es einfacher. Früher hat man ein paar Steine aufgebrochen und sich gedacht, jo, alles klärchen, nice, hier ist Silber. Aber das ist nun wirklich schwieriger geworden. Vor allen Dingen, was ist denn das da Geiles? Können wir damit was anfangen? Was ist das denn hier? Zyklop, ne, Brückenfragment haben wir jetzt nun auch schon in der letzten Folge definitiv eingesammelt und davon brauchen wir nichts mehr. Mich würde ja interessieren, naja, ich habe natürlich jetzt, da ich die Folge jetzt direkt im Anschluss an die vorangegangene aufnehme, konnte ich natürlich auch noch nicht die Kommentare zur letzten Folge lesen, wo wahrscheinlich drin steht, wo ich Silber am einfachsten finde. Vermutlich nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Aber egal, wir müssen ja nun irgendwie in den Besitz von Silber kommen. Sonst werden wir auf kurz oder lang einfach ein Problem haben, weil ich meine Maschinen nicht bauen kann. Okay, 180 Meter. Oh, hier sind die Knochenhaie. Alles klärchen. Hier geht's jetzt langsam los mit euch. Ich finde das Spiel übrigens wirklich viel schwieriger als früher noch.
weil einfach die Biester alle hyperst aggressiver sind als früher. Das macht das Spiel nicht einfacher. Ja, kriege ich jetzt schon Schaden? Oh, tatsächlich. Na gut, wir müssen aufpassen. Aufpassen, ja. Ich will mal zumindest mal kurz gucken, was wir hier in diesen Dingern finden. Basiskernreaktor. Egal. Wird gescannt. Wir verlieren natürlich jetzt auch gerade schon wieder sehr schnell Luft. Das sind keine 3 Sekunden, die da gerade vergehen. Das ist dermaßen nervig. Nice, Wasserfiltrationsmaschine. Das ist gut. Ich habe nämlich keinen Bock, ständig diese dämlichen Mistblasenfische zu sammeln. Und wie wir auch gerade an unserem Sauerstoffverlust sehen, wird es auch sehr nötig, dieses Mundstück zu bauen. Was ich tatsächlich in der letzten Folge vergessen habe. Oder ich glaube, uns fehlte einfach was. Einen Kabelsatz, glaube ich, brauchten wir. Wofür wir ja Silber brauchen. Aber nun gut, gucken wir mal, was wir hier finden. Vielleicht finden wir hier drin Silber. Nein, wir finden Gold. Was nicht verkehrt ist, aber es hilft uns nicht weiter. Weil ich Gold schon zu Genüge habe mittlerweile. Zumindest für das, was ich bauen möchte. Ja, Silber, Freunde. Es ist einfach ein Krampf. Ich habe jetzt auch gerade noch mal in mein Handy geschaut. Und zwar in Subnautica-Wiki. Und da stand drin auch im... Es ist, Silber findet man eigentlich so gut wie überall. Ja? Auch in diesem Forest... hier in diesem, in diesem Pilzwald-Biom. Aber ich, wie gesagt, es ist mir momentan nicht vergönnt, Freunde. Es ist mir nicht vergönnt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier, es ist einfach kein Silber am Start. Und so langsam finde ich es auch etwas frustrierend, dass ich nichts finde. Weil ich meine, gut, die ganzen Maschinchen, die ich da bauen muss, sind natürlich sehr nützlich und dementsprechend darf Silber natürlich auch selten sein. Aber wenn ich jetzt hier nach Ewigkeiten, ich meine, selbst wenn ich jetzt eins finden würde, wie lange dauert das denn, bis ich bitte das nächste Stück finde? Das kann ja ewig dauern, bis ich mal in der Lage bin, diese ganzen scheiß Maschinen zu bauen. Also jetzt gerade, Freunde, werde ich ein bisschen quengelig. Oh, Freunde, ich habe jetzt hier tatsächlich gerade 2-mal Silbererz gefunden. Und zwar genau hier auf diesem kleinen Plateau. Und das Problem ist, dass ich hier sowas von heftigst von diesen Haien belagert werde. Wo ich mir einfach denke so, yo, alles klar. Kann man mal machen. Also Silber findet man auch in einer Tiefe von 62 Metern. Man muss nicht weit runter. Hier ist vielleicht auch noch eins drin. Kupfererz, nun immerhin. Jetzt ist meine Motivation schon wieder ein bisschen gestiegen, weil ich 2-mal Silbererz gefunden habe. Hier war irgendwo noch so ein Stein, den man aufbrechen konnte. Da unten ist noch einer. Och nö, geh mir doch nicht auf den Piss, Mann. Ey, wie krass nervig ihr einfach seid. Ich schmecke sowieso nicht. Oh, wieder Kupfererz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Komm, zieh Leine, ey. So, ich brauche mehr von diesen Steinchen. Da unten ist noch einer. Oder ist das Salz? Ne, das ist schon wieder Salz. Verdammt nochmal. Problem ist, dass ich jetzt auch gleich mal eben noch schnell was trinken muss. Weil ich sonst nämlich dehydriere und einfach mal verrecke. Aber ich habe jetzt immerhin... Wie viel habe ich jetzt gefunden? 2 Silbererz. Krass, Mann. Nach 15 Minuten Sucherei. 2-mal Silbererz. Ich meine, das ist natürlich die Ausbeute des Todes einfach nur. Aber nun ja, ich sag mal, Silbererz wird sicherlich, sobald wir die ganzen Maschinen haben. Da war nochmal Silbererz, nice, wenigstens das. Vielleicht ist hier sogar nochmal einmal Silbererz drin. Oh, shit, ich hab einen Run! Damn! Vielleicht ist hier auch noch eins drin. Oh, nee, das war Kupfer. Kein Problem, okay. Vielleicht ist hier noch irgendwo so ein Ding hier, was man aufbrechen kann, da hinten. Aber ich will mich nicht zu sehr von meiner Seemotte wegbewegen, weil ich nämlich sonst Gefahr laufe, gefressen zu werden. Ich glaube, ich ich habe schon Blasenfische gesammelt. Nervt. Ja, ein Maul halten jetzt. Ich mach das schon. Silbererz, nice. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, wir haben jetzt vielleicht einfach an den falschen Stellen gesucht, aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine Frage des Glücks, ja. Mal sehen, was wir jetzt hier rausbekommen. Ich sag Kupfer.
Nee, Titan. Na gut, sonst halt soll es halt Titan sein. Ich muss jetzt, glaube ich, tatsächlich echt mal was saufen, sonst gehe ich halt echt drauf. So, Freunde, wir haben jetzt 5 Silber. Dann würde ich mal sagen, begeben wir uns jetzt mal ans Bauen. Also, was brauchten wir? Ich würde sagen, das Wichtigste, was wir jetzt erstmal... Oh, das ist der Scannerraum. Emailliertes Glas, Titan und 2 Computerchips. Nur 2 Computerchips, na klar, easy. Egal, das Wichtigste für mich ist jetzt erstmal die Modifizierungsstation. Heißt also Kabelsatz plus Computerchip. So, wir brauchten für den Kabelsatz 2x Silbererz. Gut, das ist relativ easy, das haben wir jetzt geschafft. Plus Tischkorallenprobe und Quarz. Habe ich die noch hier dabei? Boah, ich habe jetzt hier erstmal so eine kleine geile Höhle entdeckt, wo ich einfach so dermaßen viel Silbererz gefunden habe. Das ist schon ein bisschen geil jetzt gewesen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch unbeschadet nochmal Silbererz. Nice. Komm, wir kriegen bestimmt noch eins, oder? Komm, eins gibt's mir noch. Na, Gold. Gold ist ja auch nicht verkehrt, weil wir den Scheiß für... Oh, guck mal da unten. Was haben wir hier noch? Nochmal Kupfererz. Okay, da geht's noch weiter. Guckt euch das mal an hier. Nice. Oh, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil da hinten schwimmt wieder so ein kleiner Bastard. Silbererz, sehr schön. Also Silbererz haben wir jetzt tatsächlich en masse. Wir müssen jetzt aufpassen, dass er uns nicht sieht. Okay, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Okay, ich muss weg hier. Lalalala. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Silbererz. Und man schwimmt definitiv langsamer. Schon, man schwimmt man echt langsamer, wenn man voll beladen ist. Okay, das ist schon ein bisschen crazy. Aber egal, wir haben jetzt so viel Silbererz. Damit kommen wir easy klar. Ich muss mir jetzt nur noch diese Tischkorallenproben holen. Und dann können wir richtig Gas geben. Alter, was sehe ich hier schon wieder? Mir läuft schon wieder mein Teil hier voll. Oh, vielleicht habe ich... vielleicht sollte ich mal noch so eine Verstärkung... Ah, man braucht Lithium unter anderem für diese Verstärkung. Die möchte ich aber wieder von außen dran bauen. Oder konnte man die nur von innen dran bauen? Ich bin mir da nämlich gerade nicht mehr so sicher. Konnte man die auch von außen dran bauen? Ja, konnte man. So, das sollte ich mal kurz eben machen. Das wird nämlich sonst sehr ärgerlich. Perfekt. So, sehr gut. Ah, das habe ich jetzt da dran gebaut. Okay, gut. Gut, gut. Gut, gut. So, was brauchen wir jetzt? Wir wollten ja die Modifizierung. Wir brauchen noch einen Computerchip. Den sollten wir jetzt eigentlich bauen können. Wo ist er denn überhaupt? Tischkorallen. Nein, ich habe jetzt nicht die falschen gesammelt, ne? Ich habe die falschen gesammelt. Ich habe gemeine Fick dich! Oh, ich denke mal... Alter, was zum Fick war das denn? Das hat mir ja meine Seemotte richtig hart zerschreddert jetzt gerade. Übel! Okay, was ich ja sagen wollte, ist, ich habe jetzt die Tischkorallen eingesammelt. Ja, wir dürften jetzt also alles haben, um endlich loszulegen. Meine Fresse. Aber vorher muss ich natürlich noch ganz kurz meine Seemotte reparieren, weil wenn uns die jetzt nämlich noch flöten geht, dann drehe ich aber richtig hart am Rad. Also das kann doch wirklich nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Ich will jetzt endlich... Ich glaube, man konnte, glaube ich, auch sogar nochmal die Schwimmflossen verbessern, wenn ich mich nicht irre. Vor allen Dingen wird es halt auch einfach wichtig, dass wir dieses scheiß Atemgerät dann machen können. Meine Fresse. So, jetzt einfach mal aussteigen, Schweißgerät nehmen und Gas geben. Weil das ist wichtig, dass das Ding heil bleibt. Junge, 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 Junge. Das ist unser zuverlässigstes Gefährt. Ich würde übrigens auch tatsächlich die Erweiterung reinballern, dass ich hier wieder... diese Taschen habe, beziehungsweise diese kleinen Aufbewahrungsbehältnisse, weil das echt nicht unwichtig ist. So, jetzt brauche ich natürlich das Silber, was ich gesammelt habe. So, hier erstmal einsammeln. So, pass auf, jetzt brauche ich erstmal den Computerchip. So, wir haben den Kabelsatz und den Computerchip kann ich jetzt endlich dieses scheiß Ding bauen. Ja, Mann, na endlich. So, das platzieren wir jetzt ganz gepflegt schön hier hin. So, ja, das sieht doch wunderbar aus. Modifizierungsstation. Perfekt. So, gucken wir nochmal direkt rein. Ob wir, bevor wir jetzt noch irgendwas anderes bauen... Da, Schwimmflossen. So. Ultra-Gleit-Schwimmflossen. Was gab's noch? Schwimmladeflossen. Nee, die will ich nicht haben. Silikongummi. Sehr gut. Das bekommen wir, indem wir... was brauchte man dafür nochmal? Für Silikongummi. Winderankensamenbüschel. Und zwar 4 Stück. Na gut, die können wir ja easy machen. Luftbehälter. Hochkapazitäts...
Pressluftflasche. Ne, eine ultraleichte wollte ich nicht haben. Pressluftflasche und viermal Titan. Oder wie sieht das aus? Ich brauche noch Titan. Habe ich noch Titan hier drin? Ja, tatsächlich. Dann baue ich jetzt einfach mal davon noch welche. So, ich glaube, die werden sogar größer, ne? Oder blieben die so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ne, die sind so geblieben, oder? Ich glaube schon, ja. Tatsächlich. Aber ich will noch eine haben. Ich will ja die normale auch noch aufrüsten. Hä? Aber warte mal. Kann ich die nicht da reinpacken? Doch klar, kann ich die da reinpacken. Ja, perfekt. So, dann brauche ich jetzt... Dann möchte ich jetzt aber noch eine bauen. Ja, sehr gut. So, ich glaube, wir konnten doch... Wie viel Silikongummi brauche ich? 2. Und die Schwimmflossen. Na, die habe ich doch. Komm hier. So, zack. Ab ins Inventar damit. Ultra-Gleitschwimmflossen. Weil ich mag das nämlich, wenn man schneller ist. Das ist sehr viel geiler, weil wir viel mehr schaffen unter Wasser, in den Tiefen vor allen Dingen, und wir dann natürlich weniger Luft brauchen, ist klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Schwimmflossen gemacht, wir haben uns die Hochkapazitätsdinger gemacht. Ich wollte jetzt gerne noch, mir fehlte noch, ich mache nochmal Silikongummi, sicher, das kann man sicherlich irgendwann mal gebrauchen, aber dann ist mein Inventar jetzt wenigstens leer. Rein damit. Was ich jetzt noch brauchte, war Titan für die Andockbucht, weil ich habe nämlich so gut wie alles zusammen für die Andockbucht. Jetzt können wir dann nämlich auch hingehen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Titan sammle, können wir das Ding nämlich auch instant bauen und dann mal gucken, dass wir unsere Seemotte noch eben ausgerüstet bekommen, bevor auch diese heutige Folge wieder ein jähes Ende findet. Da unten haben wir doch was. Perfekt. Mehr brauche ich doch eigentlich gar nicht. Kann der sich jetzt mal verpissen? Ja, greif mich an, geh mir nicht auf den Keks. Wo ist das? Wo ist der Kran denn jetzt? Hä? Ich hab doch gerade... Wo ist denn jetzt das Titan? Hat er sich das jetzt wieder abgesnackt, der Hurensohn? Hat er tatsächlich gemacht? Hat er gemacht? Oh, Freunde, jetzt haben wir endlich alles zusammen, was wir brauchen für unsere hypercoole Andockbucht. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wo ich die hinsetzen soll. Die soll aber auch mal, die soll ja auch, ich hatte ja schon letztes Mal das Problem, dass ich nicht wollte, dass die irgendwie in der Luft rumschwebt. Aber jetzt müssen wir echt mal ein bisschen aufpassen. Wir müssen ja letztendlich von unten irgendwie da reinkommen, ohne dass uns das hier im Weg steht. Ich würde sie ja gerne hier so hinsetzen, aber das, geht das? Ne, ich will nicht, dass sie so in diesem, warte mal, wie sieht denn das aus, wenn ich die hier hinballere? Ist sie dann da mit einem... Wow, nice! Sie ist mit einem super heftigen, coolen Fuß verbunden. Geil! Aber ich glaube, man kann die hier miteinander auch mit einer Röhre verbinden. Ich glaube, das werde ich noch tun. Dann sieht es wenigstens ein bisschen realistischer aus. Also, jetzt erstmal drauf geschissen. Dann bauen wir das Ding hier mal zu Ende. Boah, nice, ey! Jetzt haben wir tatsächlich hier auch den Durchgang, den er jetzt automatisch macht. Oh Gott! Oh, shit! Das... ist jetzt weniger geil. Unsere Seemotte stand noch genau da drin. Fuck. Oh, scheiße. Hier komme ich nicht raus, oder? Ich kann sie auch nicht richtig lenken. Oh, nein. Was habe ich getan? Komme ich hier raus? Ich komme nicht mehr raus, ne? Scheiße. Komm, ich komme auch nicht da unten raus. Fuck. Kann ich aus... Oh, ich habe mich... Alter. Boah, ich habe mich fast selber gekillt. 13 live noch. Oh, scheiße. Jetzt habe ich auch nur noch Notstrom. Alter, was geht ab? Alter, was geht ab, Leute? Ah! Hä? Ein Solarmodul ist weg. Das ist aber eine Frechheit. Okay, Freunde. Wir haben keinen Strom mehr. Ich würde sagen, wir machen in dieser Folge erstmal Pause. In der nächsten Folge werden wir uns noch ein bisschen Titan und Quarz sammeln gehen, damit wir unser Solarmodul da oben drauf packen können, weil sonst ist hier richtig hart Party. Alter, ist das laut! Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alarm!